Ich brauche mehr Mana. Ja? Eure Befehle? Eure Befehle? Zum Angriff! So, den Schreckensmagier noch ausschalten. Kann sein, dass ich meinen Trupp Reiter verlieren werde. Oder auch nicht. Gut. Vorwärts! Gehen wir, mein Teurer. Gehen wir, mein Teurer. Aber ja, aus den beiden Krypten werden unentwegt neue Einheiten strömen und die Brücke blockieren. Vorwärts! Ihr könnt mal zwar super Erfahrungspunkte grinden, aber jetzt übertreiben tun wir es auch nicht. Wir machen weiter hier. Wir erwarten unsere Anweisungen. Ja, eure Befehle? Ja, der Kaiser. Herrscher der magischen Menschen, ein äußerst weiser und scharfsinniger Mensch, erfahrener Krieger. Sie ist schon mehr als 30 Jahre auf dem Thron. Eure Befehle? Vorwärts! Gehen wir, mein Teurer. Nur Vögel sind schneller. Nur Vögel sind schneller. Nur Vögel sind schneller. Mit Schwert und Ross. Also ja, den Kaiser möglichst am Leben halten. Ist die Devise. Meine Einheiten werden angegriffen. Immer bereit. Nur Vögel sind schneller. Mit Schwert und Nehmt Ross. Keine Gefangenen. Nehmt keine Gefangenen. Mit Schwert und Ross. Meine Einheiten werden angegriffen. Mit Schwert und Ross. So, ihr müsst die Magier töten. Mit Schwert und Ross. Meine Einheiten werden angegriffen. Nur Vögel sind schneller. Eure Befehle? So, so kann ich die zwei Einheiten zusammenlegen. Mit Schwert und Ross. Kein Problem. Eure Befehle? Ja, nur Vögel sind schneller. Hey, Menschen, hier herüber! Mein Lord, hier sind Goblins. Ja, wir sind Pfadfinder der zweiten Aufklärungseinheit. Wir werden euch helfen, euch zu verstecken. Es ist ein schlechter Plan, im Wald Zuflucht zu suchen. Wir haben dort eine Gruppe Werwölfe erspäht. Sie werden euch leicht wittern und in Bedrängnis bringen können. Lykantropen, aber ich dachte, wir hätten diese Bestien vollständig ausgerottet. Verdammt, die sind wirklich dunkle Zeiten. Es gibt noch einen Weg, den über die Untoten und wir ebenfalls in das Tal eingedrungen sind. Die Höhlen. Wir können euch auf den Rückweg eskortieren und eine Begegnung mit den Leichen vermeiden. Dieser Durchgang wird uns zur Ebene von Dorgoth bringen. Es gibt dort einen magischen Turm her. Von dort können wir unverzüglich in die Hauptstadt gelangen. In Ordnung, ich gebe mein Leben in eure Hände. Geht voran. Also ja, wir können uns noch hier um die Untoten kümmern. Vorwärts! Ja? Auf zum Sieg! Eure Befehle? Vorwärts! Rückzug in den Goblinhöhlen. Goblins müssen überleben, ja. Was kein Problem. Na gut, hier scheint es ziemlich viele Zombies zu geben. Was aber auch eigentlich nicht mit Schwert und Ross so schwierig sein sollte. Kein Problem.
Schon erledigt. Wird erledigt. Bereit zum Kampf. Also erstmal muss der Tod kriechender Tod weg. Auf zum Sieg. Zum Sieg. Und dann können wir uns um ein paar Zombies hier kümmern. Mit Schwert und Ross. Ich habe nicht genug Mana. Und ja, die Elfen sind für mich entbehrlich, muss ich leider ja schon so sagen. Schon erledigt. Schon erledigt. Ich nehme jetzt aber mal den großen Guru erstmal. Ja. Als Gehen Fähigkeit. Wir, mein Teurer. Nur Vögel sind schneller. Gehen wir, mein Teurer. Ja. So, wir haben wieder einen Reiter verloren. Mit Schwert und Ross. Vorwärts. Was allerdings auch nur halb so schlimm ist. Gehen wir, mein Teurer. Was? Tja, Goblin-Pfadfinder. Eure Befehle? Sind eine sehr nette Goblin-Einheit. Ich freue mich eigentlich schon ein bisschen drauf, wenn wir dann... Nur Vögel sind schneller. Höhlenmonster. Gehen wir, mein Teurer. Wenn wir dann auch mal Goblin-Truppen haben werden. Bereit. Schon erledigt. Ihr hängt da hinten fest. Das Kein ist nicht Problem. So gut. Eure Befehle? Ja. Ja. Eure Befehle? Vorwärts. Mit Schwert und Ross. Für euch immer. Vorwärts. Nur Vögel sind schneller. Für euch immer. Eure Befehle? Mit Schwert und Ross. Ja, Sir. So, dann gucken wir noch, was hier hinten ist. Nur Vögel sind schneller. Noch eine. Nur Vögel sind schneller. Kompanie und Ja, Sir. Nur Vögel sind schneller. Zum Angriff. Vorwärts. So, ich habe ein paar Elfenkrieger verloren. Ist allerdings auch nicht so wild. Gehen wir, mein Teurer. Ja. So, nicht mehr lang, dann kann ich noch mal eine Stufe. Ja. Da muss ich auch mal bald hier die drei Zauber noch freischalten. Vorwärts! Die kosten allerdings aber nicht so viel. Vorwärts! Eure Befehle? Vorwärts! So, dann eskortieren Vorwärts. Wir mal den Kaiser und die Goblins in die Höhle. Vorwärts! Diese Bestien haben die Wände angenagt und das Dach der Höhle zum Einsturz gebracht. Es sieht so aus, als müssen wir uns doch durch den Wald kämpfen. Nein, es gibt noch einen anderen unterirdischen Weg, obwohl er ein Stück weit entfernt wieder zutage kommt. Wir haben keine Wahl, lass uns aufbrechen. Vorwärts! Vorwärts! Was? Ja! Vorwärts! Gehen wir, mein Teurer!
Ja. Mit Schwert und Ross. Gehen wir, mein Teurer. Nur Vögel sind schneller. Eure Befehle? Aber natürlich. Eure Befehle? Vorwärts! So, die Map haben wir jetzt auch hinter uns. Das ging relativ fix. Eure Befehle? Ah, da ist die Höhle. Vorwärts hin, hinein in die Erde. Gehen wir zu den Goblins. Sieg. Fortsetzen. Die Königin ist tot und ihre Tochter Prinzessin Talion wurde von den Streitkräften des Zauberers gefangen genommen. Horden von Untoten erhoben sich aus ihren Gräbern und brachten Tod und Verwüstung über alle Einwohner von Dainmor. Die Lage schien hoffnungslos. Teil 2, gleichwertiger. Kapitel 1, rettet den Kaiser. Der Tod der Königin ist ein großes Unglück für beide Rassen. Dank ihres Opfers und der Tapferkeit der Goblins ist das Leben des Kaisers außer Gefahr. Nun kann nur noch er den Widerstand gegen die Streitkräfte des Schwarzen Hexers organisieren. Etwas in diesem Tal hat sich verändert. Ich spüre Gefahr. Der Feind hat uns möglicherweise überholt. Endlich sind wir aus den gottverlassenen Höhlen entkommen. Nichts geht über einen tiefen Atemzug frischer Luft. Etwas scheint mich hier getroffen zu haben. Es sieht schlimm aus. Niemals sah ich eine Wunde so schnell anschwellen. Seht, wie sich die Haut um die Wunde herum blau verfärbt. Wir müssen ihn in die Hauptstadt bringen. Die Magiergilde verfügt über Heiler, die erfahren genug sind, sämtliche Krankheiten und alle Gifte zu heilen. Es ist gefährlich, direkt zum Turm zu gehen, wenn uns jemand überfallen möchte. Einen besseren Platz für einen Hinterhalt als die Schlucht findet man nicht. Wir müssen nach rechts gehen. Dort gibt es einen wundersamen magischen Geysir. Wenn er den Kaiser auch nicht heilen kann, wird er doch seine Schmerzen lindern. Geradeaus befindet sich die Schlucht. Zur rechten eine Quelle. Und was zur linken? Dort leben Waldbewohner. Ihr wisst schon, Elfen. Sie sind seltsam. Wir trauen ihnen nicht. Aber solange sie nicht in unsere Tunnel eindringen, lassen wir ihre Büsche und üppige Vegetation in Ruhe. Es scheint jedoch an der Zeit, alte Konflikte zu begraben. Kurz gesagt, möglicherweise könnten sie uns helfen. Gut, den Kaiser sollten wir mal heilen. Auch wenn der Zauber wahrscheinlich nur nicht Vögel sind stark schneller. Genug ist. Mit Schwert und Ross. So, magische Quelle ist dort. Schlucht ist dort. Außenposten der Elfen ist dort. Das heißt, wir gehen erstmal zur magischen Quelle, damit uns der Kaiser nicht krepiert. Was? Vorwärts! Ja. Eure Befehle? Vorwärts! Oh. Für euch immer. Eure Befehle? Wo zur Hölle kommt der her? Hm.
Aber natürlich. Ja. Nur Vögel sind schneller. Einen Trupp meiner Kopfgegner haben. Verloren. Ist noch etwas? Ja. Was? Nur Vögel sind schneller.